Und jetzt wollen wir Sie verzaubern, beziehungsweise nicht wir, nicht ich, sondern Dirk Windeck. Dirk Windeck aus Herzogenrath. Und das macht er nicht erst seit gestern, sondern seit vorgestern. Denn mit 12 ist er das erste Mal als Magier aufgetreten im Fernsehen. Das ist 30 Jahre her. Zaubern tut er noch länger. Als Patrick Mirage mischt er sich gerne und das Publikum, gerne auch die Kinder. Und dass er auch mit Fernsehen zaubert, das gefällt mir ja besonders gut. Der magische Bildschirm, Patrick Mirages jüngster Trick. Eine Illusion zwischen Video und Realität. Perfektion auf jede Zehntelsekunde. Ein winziger Ausrutscher und die Magie ist zerstört. Jahrelang hat er an diesem Projekt gearbeitet. Es jetzt dem Publikum zu zeigen, eine Feuertaufe. Gerade wenn Kunststücke die ersten Male Premiere feiern und aufgeführt werden, ist man natürlich ganz besonders aufgeregt, weil man noch nicht so genau weiß, wie das Publikum drauf reagiert. Hat man an alles gedacht, wie sind die Reaktionen? Da gehört ein Lampenfieber dann wirklich auch dazu. Schon als Kind war er Magier. Sein Talent machte ihn mit 12 Jahren zum Fernsehstar. Dirk Windeck, 1987 in einer großen ARD-Show von Rudi Carrell. So, und jetzt zaubern wir da einfach einen Hund rein, ja? Und ein Hündchen. Jetzt stehe ich auf der Bühne, jetzt trete ich auf. Und seit meinem 12. Lebensjahr, mache ich das dann auch regelmäßig, dass ich auf Bühnen stehe und es liebe, Gäste zu verzaubern. Wenn er nicht gerade zaubert, ist Dirk Windeck Lehrer und Vater. Das macht es ihm leichter, auch vor ganz jungem Publikum zu zaubern. Das nämlich ist eine echte Herausforderung für jeden Magier. Zum einen, weil die Youngsters nicht immer mitspielen. Ich möchte aber gar nicht. Du möchtest gar nicht. Zum anderen, weil sie besonders kritisch auf das gucken, was auf der Bühne geschieht. Sind sie aber erst mal verzaubert, sind sie einfach das beste Publikum der Welt. Schau mal unter das Tischtuch. Schau mal runter. Und lass wieder los. Ganz loslassen. Dankeschön. Dein Applaus. Mehr als 70 Auftritte hat er im Jahr an diesem Abend auf einer Betriebsfeier in Niedecken. Für eine gute Magiershow braucht es mehr als ein paar Tricks, sagt er. Die Leute wollen verblüfft werden. Diese Zuschauerin soll einen Termin samt Datum, Uhrzeit und Ort für ein Treffen notieren. Gedanken lesen zwischen Stehtischen. Zettel dann bitte sofort zusammenfalten. Hast du zusammengefalten? Ja. Zwischen 20 und 21 Uhr, aber verrate nichts. 20 Uhr, 20 Uhr 15, 20 Uhr 30, 20 Uhr 45. Wir haben unser Rendezvous um 20 Uhr 45 in Augsburg. Stimmt das nur? Ja. Müsst ihr 20 Uhr 45 stehen? Perfekt. Heftig, gruselig war das. Das war unglaublich. Hat man das Gefühl, der ist einem so richtig in den Kopf gekrochen? Ja, schon. Ja. Doch. Beängstigend. Ja, schon. Ja. Seit Houdini, so sagt Dirk Windeck, ist fast jeder Trick von irgendwem irgendwo auf dieser Welt schon mal aufgeführt worden. Drum braucht's mehr als nur Technik, um sein Publikum zu verzaubern. Es braucht eine gute Show, eine gute Story drumherum. Erst dann ist es wirklich Magie.